Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 1. September. Heute haben wir dabei PayPal, Pokémon Go, iOS, Mediamarkt, Saturn und Netflix. Beginnen tun wir mit PayPal. Die haben in Amerika eine neue Funktion in Anführungsstrichen vorgestellt, und zwar für Händler. Die können ihren Kunden jetzt anbieten Pay in 4. Und was bedeutet das? Ganz einfach, Kauf auf Raten. Man kann einen Kauf zwischen 30 und 600 Dollar über einen 6 Wochen Zeitraum damit finanzieren und, wie der Name es sagt, in 4 Einheiten bezahlen. Ja, schöne, nette Sache. Ich weiß nicht, ob das bei 30 Dollar schon Sinn macht, aber mein Gott. Ja, für die Händler wird es keine Extrakosten geben, wenn der Kunde diese Ratenfunktion benutzt, denn das ist schon reingepreist und es gibt ja auch schon bereits zum Beispiel auch in Deutschland bei PayPal die Möglichkeit, erst in 14 Tagen zu bezahlen. Auf jeden Fall mehr Optionen. Nächstes Thema, Pokémon Go. Da hat jetzt Niantic bekannt gegeben, dass der Support für ältere Geräte jetzt eingestellt wird. Nicht nur Geräte, sondern auch Betriebssysteme, sprich Android 5, iOS 10 und 11 werden nicht mehr unterstützt. Und konkret an Geräten ist das iPhone 5S und das iPhone 6. Die sind alle raus, die müssen sich ja, ein neues Telefon beschaffen, wenn sie weiter Pokémon Go spielen möchten. Irgendwann war ja klar, dass es so kommen wird, denn natürlich halt die App wird auch immer leistungshungriger. Und ersetzt Features wie AR ein, die eben auf älteren Geräten dann auch nicht mehr großartig unterstützt werden. Und wenn wir schon vom iOS gerade geredet haben, im aktuellen oder kommenden iOS 14 ist wieder ein Musikquiz drin. Die Älteren werden es vielleicht noch kennen, das gab es nämlich schon mal auf den iPods als kleines Minispiel, wo euch ein paar Musikfetzen vorgespielt werden, ein paar Antwortmöglichkeiten werden vorgeschlagen und dann könnt ihr auswählen. Und punkten, sagen wir mal so. Und das Ganze ist jetzt unter iOS 14 wiederbelebt worden. Wenn man in die Kurzbefehle-App geht und dort in der Suche Musikquiz eingibt, dann findet man das Quiz. Geht auch über 5 Runden und wie gesagt, man bekommt Musikfetzen vorgespielt, kann dann auswählen, welcher Song der richtige ist. Und nach allen 5 Runden kann man auch noch auf Social Media mit seinem Musikwissen protzen. Und logischerweise, das Ganze geht nur mit Apple Music. Das kann man sich natürlich denken, Spotify und Co. bleiben außen vor. Nächstes Thema, wir bleiben halt im Apple-Universum. Es geht jetzt ums iPhone und zwar ganz konkret um die Reparatur an einem iPhone, die ja durchaus nicht so einfach ist. Wenn man die Garantie nicht verlieren möchte, muss man in den Apple Store gehen oder zu einem zertifizierten Service Provider. Ja, und eventuell ist das bald auch bei Mediamarkt und Saturn möglich. Es gibt wohl schon in wenigen ausgewählten Märkten einen Testlauf. Und wenn das dann gut verläuft, dann ist vielleicht Mediamarkt und Saturn bald auch autorisierter Apple Service Provider. Und dann könnt ihr da hingehen, euer Telefon abgeben und im besten Falle habt ihr dann in ein paar Stunden, könnt das wieder abholen und habt ein repariertes iPhone. Ich finde es super, zum Beispiel für mich, der nächste Apple Store ist in Oberhausen, da fahre ich im schlechtesten Fall 1 Stunde hin und einen Mediamarkt und Saturn habe ich halt hier auch. Mediamarkt sogar um die Ecke vom Büro. Also ich finde es gut, wenn das so wird und drückt die Daumen. Und letzte Thema für heute, Netflix kodiert sein gesamtes 4K-Angebot neu. Und ja, was bedeutet das? Bislang hat man feste Bitraten eingesetzt, 18, 12 oder 16 Mbps. Und jetzt will man variable, dynamische Bitraten einsetzen. Und das bedeutet hinterher, die Datei soll kleiner werden, weil niedrige Kodierung eingesetzt wird, aber gleichzeitig eine höhere Qualität haben. Klingt erstmal komisch, funktioniert aber wohl und Netflix hat auch einen Blogpost veröffentlicht, in dem ihr euch das angucken könnt mit ein paar Beispielen. Also, Link ist in der Beschreibung, in den Shownotes hier in der Daily-Folge, wenn ihr euch das Beispiel angucken wollt. Und ansonsten war es das auch für heute. Also, bleibt positiv, kommt gut in den September rein. Und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.